Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diese wunderschöne Gardine machen. Ganz am Ende des Videos zeige ich sie euch auch, wie sie im Wohnzimmer hängt. Hier habe ich jetzt die zweite liegen, die noch an die Gardine ran muss, also an die Gardinenstange. Aber zum Zeigen ist das hier schon super. Hier haben wir ein ganz tolles C2C, hier drauf wird die Gardine aufgehangen. Entweder ihr hängt sie hier so an kleine Haken oder ihr näht das C2C zusammen und habt dann hier eine Schlaufe, wo ihr das dann durchfädeln könnt, eure Gardinenstange. Das wäre dann ungefähr so zusammengenäht und dann habt ihr hier die Schlaufe und könntet hier die Gardinenstange durchfädeln. Und die gesamte Gardine besteht aus so einem Lochmuster, was schräg nach unten geht. Diese ganze Gardine bildet im Prinzip ein Dreieck, lässt noch sehr, sehr viel Licht rein, ist aber von außen blickdicht. Das ist, denke ich mal, für viele sehr interessant, dass das wirklich blickdicht ist. Aber nach innen halt wirklich das Licht reinlässt. So sieht sie jetzt im Verlauf aus. Ist ein bisschen schwierig, sie euch ganz zu zeigen, weil sie ist halt sehr, sehr groß. So wie ihr genau jetzt auch an so eine wunderschöne Gardine kommt, das zeige ich euch jetzt im Video. Und dann wünsche ich euch ganz Gardine verwende ich das Alice Cotton Gold mit meiner 3,5er Nadel. Dann brauchen wir am Ende noch eine Schere und natürlich auch eine Nadel, um den Faden zu vernähen. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Jetzt fangen wir erst einmal an. Und zwar beginnen wir das Ganze mit einer Anfangsschlaufe. Die nehmen wir auf die Nadel und häkeln jetzt erst einmal 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt machen wir einen Umschlag, stechen in die dritte Masche von dem kleinen Knötchen aus ein. 1, 2, 3. Also in, nur genau, in die dritte Masche vom Knötchen aus. Holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen. Holen uns den Faden, gehen durch 2. Holen uns den Faden, gehen durch 2. Und das gleiche machen wir jetzt in die Masche daneben auch. Und dann natürlich noch in die Masche, die das Knötchen hat. So haben wir jetzt 3 Stäbchen. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Stäbchen und eine Luftmaschenkette. Jetzt machen wir 6 Luftmaschen. Wieder einen Umschlag. Wir stechen jetzt in die dritte Masche von diesem kleinen Fähnchen aus ein. 1, 2, 3. Holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen. Holen uns den Faden, gehen durch 2. Holen uns den Faden, gehen durch 2. Und jetzt in Richtung Stäbchen in jede Luftmasche noch ein Stäbchen. Also in Richtung Fähnchen kommen die Stäbchen. So, jetzt sieht das aus wie so 2 kleine Mickey Maus Öhrchen, wenn man das so nebeneinander legt. Wir drehen jetzt das erste Mickey Maus Öhrchen. So haben wir es ja vor uns liegen. Jetzt drehen wir das erste Mickey Maus Öhrchen und stechen jetzt hier in diese Luftmaschenkette vom Anfang. Hier haben wir ja diese Luftmaschenkette. In diese stechen wir jetzt ein und machen eine Kettmasche. Und schon haben wir die beiden Mickey Maus Öhrchen befestigt. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. Ein Umschlag und hier in dieses große Loch, wo wir jetzt gerade unsere Kettmasche reingemacht haben, kommen jetzt 3 Stäbchen. 1, 2 und die 3. So, jetzt haben wir hier aus einer Anfangsstufe schon 2 Stufen gemacht. Mit der haben wir angefangen, jetzt haben wir hier 2 dazu bekommen. So, als nächstes fangen wir jetzt wieder mit 6 Luftmaschen an. 3, 4, 5, 6. Wieder ein Umschlag, wieder in die dritte Masche von unseren Treppen aus. Und unser Stäbchen. Und jetzt Stäbchen Richtung Treppe. So, wir drehen jetzt die gesamte Treppe. Also wir haben es jetzt so liegen. Jetzt drehen wir die Treppe so, dass die 2 Stufen nach oben zeigen und stechen hier in die große Lücke ein
und machen eine Kettmasche. Drei Luftmaschen, drei Stäbchen in die große Lücke. 1, 2, 3. Eine Kettmasche in die obere große Lücke. Wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und drei Stäbchen in die große Lücke. 2, 3. Und schon haben wir hier drei Treppenstufen. So, das machen wir jetzt so lange weiter, bis wir die Breite, es geht jetzt wirklich um die Breite, die unsere Halterung haben soll. Bei meiner anderen Gardine, die ich gehäkelt habe, seht ihr ja, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Treppenstufen gemacht. Und genau auf diese Höhe muss ich das jetzt auch bringen. Ich bin jetzt im Prinzip mit meinen Treppenstufen gerade hier oben am Anfang. Das ist jetzt die Halterung. Hier drauf hänge ich jetzt die gesamte Gardine auf. Hier kommen dann die kleinen Haken rein, damit wir es an die Stange bekommen. Und ihr macht das bitte so breit, wie ihr dann auch für euer Fenster braucht. Oder falls es ihr umschlagen wollt, dass ihr keine Halterung habt, könnt das dann auch wunderbar bei 11 doppelt legen und habt dann hier im Prinzip Platz für eure Gardinenstange. Sieht natürlich dann auch wunderschön aus. So, ich mache das jetzt bei mir hier so weiter, bis ich die 11 habe. Das heißt, ich fange jetzt hier wieder mit 6 Luftmaschen an. Ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von der Treppenstufe aus. Stäbchen bis wieder rüber zur Treppenstufe. Dann drehe ich das Ganze. Dann eine Kettmasche hier oben in die große Lücke. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Kettmasche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, Kettmasche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und wieder von vorne, bis ich hier 11 Stück habe. Wenn ich soweit bin, sehen wir uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine 11 Stufen für die Höhe geschafft. Wir können nochmal zusammen nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und natürlich auf dieser Seite auch. So, jetzt habe ich ja die Höhe fertig. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in die Länge gehen. Dafür fange ich jetzt diesmal hier auf der Seite nicht mit 6 Luftmaschen an, sondern ich häkel mich an dieser kleinen Kette hier mit 3 Kettmaschen nach vorne und in die große Lücke kommt auch noch eine Kettmasche. Dann mache ich jetzt hier 3 Luftmaschen. Ein Umschlag und in die große Lücke unsere 3 Stäbchen. 1, 2 und die 3. Eine Kettmasche in die nächste große Lücke. Und wie ihr seht, jetzt geht es hier einfach gerade rüber. So, wenn wir uns das so hinlegen, haben wir hier die Höhe. Und dann geht es jetzt hier gerade rüber. Jetzt häkle ich mit uns hier rüber mal auf die Seite und dann zeige ich euch, wie es da weitergeht. Das heißt, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 1, 2. So, drüben an der anderen Stufe angekommen, machen wir wieder wie gewohnt unsere Kettmasche, um diese Stufe zu fixieren. 3 Luftmaschen. Unsere 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 6 Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Luftmasche von unserer Treppe aus und jetzt Stäbchen Richtung Treppe. 1. Wir drehen das Ganze, machen es wieder mit einer Kettmasche fest und häkeln uns wieder zurück auf die andere Seite. So, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite bei der letzten Treppenstufe. Da mache ich meine 3 Luftmaschen,
Setze meine drei Stäbchen in die große Lücke hinein. Und eine Kettmasche in die große Lücke von dieser Treppenstufe. Schon haben wir die wieder befestigt. Eine Luftmasche, wir drehen das Ganze und häkeln uns jetzt mit Kettmaschen an der Treppenstufe nach vorn. Sind dann jetzt soweit. Ihr seht, es wächst jetzt wunderschön in diese Richtung. Hier beginnen wir jetzt wieder mit drei Luftmaschen, drei Stäbchen in die große Lücke, eine Kettmasche in diese Stufe, drei Luftmaschen, drei Stäbchen Kettmasche und so weiter bis hier runter. Hier dann wieder sechs Luftmaschen, in die dritte Luftmasche das Stäbchen und dann wieder Stäbchen Richtung Treppe und dann wie gewohnt wieder zurück. So, ich bringe das Ganze bei mir jetzt mal auf Länge. So, ich habe jetzt meinen oberen Bereich der Gardine auf 75 von diesen kleinen Kästchen in die Länge gemacht. Und jetzt müssen wir das Ganze noch schließen. So, ich arbeite mich jetzt auf der Seite mit Kettmaschen an der Stufe nach vorn. Das war die Seite, wo wir jetzt schon die ganze Weile mit den Kettmaschen uns nach vorne arbeiten. Unsere drei Luftmaschen. Drei Stäbchen. Ich gehe mal schnell rüber auf die andere Seite. Und dann zeige ich euch, wie man dann die andere Seite vorbereiten, dass sich das Ganze dann hier schön schließt. So, an dieser Seite würde ich jetzt hier mit einer Kettmasche diese Stufe festmachen. Dann drei Luftmaschen nach oben, drei Stäbchen und so weiter, dass wir weiter in die Länge kommen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen die Treppenstufe mit einer Kettmasche fest. Eine Luftmasche, wir drehen das Ganze. Und jetzt häkeln wir uns wie auf der anderen Seite mit Kettmaschen an dieser Treppenstufe nach vorn. Machen drei Luftmaschen und setzen unsere drei Stäbchen. Das heißt, wir machen jetzt im Prinzip genau das gleiche Prinzip wie auf der anderen Seite von dem Oberteil oder von der Store. Das heißt, es werden keine sechs Luftmaschen mehr gehäkelt, sondern wirklich nur noch diese drei Stück. Und so schließt sich das dann peu à peu von Runde zu Runde. Ich zeige es euch gleich. So, wenn wir uns jetzt hier anschauen, sehen wir, dass es hier nach vorne geht und hier geht es ja weiter nach oben und damit trifft sich das dann irgendwann in der Mitte. So, meine Lieben, ich mache jetzt den Bereich der Store erst einmal fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wenn wir diesen Bereich erfolgreich geschlossen haben, häkeln wir uns mit Kettmaschen vor an die Spitze. Und wir beginnen jetzt mit sechs Luftmaschen. Das waren jetzt 3, 4, 5, 6. Drehen das Ganze. Ein Umschlag. Und wir stechen jetzt in diesen großen Zwischenraum ein und machen ein Stäbchen. So, jetzt 3 Luftmaschen. Und in den nächsten großen Zwischenraum einstechen und ein Stäbchen. Das wiederholen wir jetzt bis rüber, das heißt jetzt 3 Luftmaschen, in den nächsten großen Zwischenraum und ein Stäbchen. So sieht das Ganze dann aus. Und das machen wir jetzt einmal bis auf die andere Seite. So, wenn wir fast hinten angekommen sind, ich habe jetzt hier meine letzte große Lücke und dann hier nur noch meine Abschlusskante. Häkeln wir an dieser Stelle 6 Luftmaschen, überspringen diese große Lücke und stechen mit unserem Stäbchen in die Abschlusskante ein.
und häkeln unser Stäbchen. Das gibt es jetzt zwar hier eine etwas größere Lücke, aber das fällt hinterher gar nicht mehr auf. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen, drehen das Ganze, machen einen Umschlag und stechen in diese riesengroße Lücke ein und häkeln ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, in die nächste große Lücke einstechen, ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, in die nächste große Lücke einstechen, ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, in die nächste große Lücke einstechen und ein Stäbchen. Und so häkeln wir uns jetzt wieder auf die andere Seite. Immer 3 Luftmaschen und in die großen Lücken das Stäbchen. Am Ende der Reihe angekommen habe ich wieder meine 3 Luftmaschen und mache mein letztes Stäbchen in die letzte große Lücke. Mache jetzt 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle gleich das erste Stäbchen in die erste große Lücke. Wieder 3 Luftmaschen und wieder Stäbchen in die große Lücke. Das geht jetzt wieder so bis rüber auf die andere Seite. Und jetzt beginnen wir auch gleich mit der Dreiecksform. Aber dazu häkeln wir uns jetzt erstmal auf die andere Seite. So, am Ende dieser Reihe angekommen, gibt es jetzt eine kleine Veränderung. Und zwar, wir machen unsere 3 Luftmaschen. Machen einen Umschlag, stechen in die erste große Lücke ein, holen uns den Faden, gehen durch 2 Schlaufen, lassen aber den letzten Schritt. Machen einen Umschlag, gehen in die Luftmaschenkette, die wir am Anfang gesetzt haben, holen uns den Faden, haben 4 Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch 2, holen uns den Faden und machen das Stäbchen zu. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen, drehen das Ganze und setzen gleich ein Stäbchen hier vorne in die erste große Lücke und häkeln jetzt wie gewohnt rüber, das heißt 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in die nächste große Lücke und so weiter und so fort. Und das machen wir, bis wir hier drüben auf der Seite sind. Hier machen wir dann das Gleiche nach den 3 Luftmaschen. Ein angefangenes Stäbchen hier rein in die letzte große Lücke. Das heißt nur einmal durch 2 Schlaufen. Dann wieder eine Schlaufe genommen, hier eingestochen und im Prinzip dann das Stäbchen erst fertig gemacht. Ich zeige es euch nochmal schnell hier drüben an der Seite. So, einmal aufgemacht. Die 3 Luftmaschen. Wir machen einen Umschlag, stechen in die große Masche ein, also in die große Lücke, holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch 2. Die anderen 2 lassen wir liegen. Ein Umschlag, in die nächste Masche, Faden holen, 4 Schlaufen, Faden holen durch 2, Faden holen durch 3. Dann wieder 3 Luftmaschen und wieder weiter häkeln. Immer ein Stäbchen in die große Lücke und dann wieder 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen in die nächste große Lücke. So nehmen wir jetzt pro Runde oder pro Reihe ein so ein großes Feld ab, bekommen aber eine schöne gerade Kante hin, weil wir starten die ganze Reihe ja mit einer Luftmaschenkette, die wir gleichzeitig aber auch wieder mit abnehmen. Die Luftmaschenkette ist nur dafür da, dass wir dann hier eine wunderschöne gerade Kante haben. Deswegen müssen wir dann eine Abnahme machen in Form eines Stäbchens. So, ich häkel noch mal schnell rüber auf die andere Seite und zeige euch dann noch einmal die Abnahmen. Und ich denke mal, dann dürfte es wunderbar klappen. So, jetzt habe ich das Ende von der Reihe wieder erreicht.
Ich beginne wieder mit meinen drei Luftmaschen. Steche in die letzte große Lücke ein. Vorher mache ich meinen Umschlag. Hol mir den Faden. Habe drei Schlaufen. Hol mir den Faden. Gehe durch zwei. Es bleiben zwei. Ein Umschlag. In die Luftmaschenkette vom Anfang. Einstechen, Faden holen. Vier Schlaufen. Faden holen durch zwei. Bleiben drei. Faden holen durch drei. Drei Luftmaschen. Wir wenden das Ganze und dann geht es im gleichen Rhythmus zurück. Das heißt jetzt wieder ein Stäbchen in die erste große Lücke und das bis hier runter. Und hier hinten nehmen wir dann wieder die letzte große Lücke und die Luftmaschenkette vom Anfang ab. Und dann beginnen wir wieder mit drei Luftmaschen und häkeln wieder das Ganze zurück. Das machen wir jetzt so lange, bis keine mehr von diesen großen Lücken übrig bleibt, bis wirklich alle abgemascht sind. Und dann haben wir so eine wunderschöne Spitze. So, meine Lieben, die letzte Masche ist abgemascht. Wie ihr seht, hier ist schon jede Menge Gardine. Aber ich bin mit der noch nicht fertig. So, wir gehen jetzt erstmal einmal die Gardine kurz durch und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier haben wir jetzt die wunderschöne Store. Die könnt ihr entweder so mit kleinen Haken befestigen oder ihr näht sie einmal um und zieht dann die Stange im Prinzip durch die Schlaufe, die ihr hier habt. Und dann geht sie, wie ihr seht, wunderschön schräg. Ist ein bisschen groß, deswegen ein bisschen schwierig auf dem Tisch. Aber ihr seht, wunderschön schräg nach unten. Diese Abschnitte, die ihr hier seht, die werden noch größer. Die Gardine hängt sich noch ein bisschen aus und das wird dann ungefähr so diese Größe. Das dauert auch nicht lange. Ich habe jetzt schon eine hängen, so für 3 Tage hängt die schon. Und sie wird schon in diese Richtung etwas größer. Die zeige ich euch dann auch noch, aber jetzt wollen wir sie erstmal fertig machen. Und zwar habe ich für meine Gardine bis jetzt 2,5 Knäuel gebraucht. Und aus dem anderen Hälfte des Knäuels habe ich hier zu Fransen geschnitten. Da habe ich hier einfach so ein Ringbuch zur Hilfe genommen, das drumherum gewickelt und dann durchgeschnitten. Jetzt nehmen wir uns immer 2 so kleine süße Fädchen. Legen sie aufeinander, nehmen sie mittig und gehen hier am Rand in eine so eine Schlaufe rein und knüpfen einfach die Fädchen dran. So eine knüpfen wir noch, wie ihr seht, ich gehe wirklich in jede Schlaufe rein und knüpfe da einfach so 2 Fädchen rein. Und so mache ich die Gardine jetzt fertig. So, natürlich wollt ihr jetzt sehen, wie die Gardine aussieht, wenn sie hängt. Da nehme ich euch jetzt mal mit an mein Fenster. So, das ist jetzt die Gardine, wie sie hängt. Sie hängt gerade ein bisschen schief da, weil ich habe eben gerade noch gelüftet. Aber wie ihr seht, sie geht wunderschön nach unten und geht dann bis zum Fenster runter. Das, was ihr da übrigens seht, ist schon meine Weihnachtsdeko. Hier, wie ihr seht, die Laschen werden auch größer. Und oben habe ich es dann mit so silbernen Haken festgemacht. Aber ihr könnt, wie gesagt, oben das auch umnähen und könnt es dann damit fertig machen. So, meine Lieben, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und mache jetzt erstmal meine zweite Gardine fertig.